Ja, ja, okay. Wir müssen eins mal zugeben, um 7:08, das Thema Kunst kommt immer ein bisschen zu kurz hier im Frühstücksclub bei RSH. Heute ist alles anders. Es geht um Kunst, die aber sowas von losrockt. Diese Melodie kennen Sie? Das ist so eine Mucke, wie sie beim Wacken Open Air gespielt wird. Und er hier hat sich gesagt, das muss man nicht nur hören, das muss man doch irgendwie auch sehen können. Ja, kann man. Ja, hallo, hier ist Jens Rusch aus Brunsbüttel. Ich arbeite zurzeit an großformatigen Ölbildern über das Wacken Open Air Festival. Und diese Bilder, die kann man ab 6. Februar an verschiedenen Orten sehen in Ausstellungen. Was genau haben Sie denn da gezeichnet? Ich habe mich primär um die Leute, um die Besucher des Festivals gekümmert. Das ist ein Karneval, der bunter gar nicht sein kann. Bilderflut ohne Ende, eine Herausforderung für jeden Maler, für jeden Künstler. Das heißt, Sie sind jedes Jahr beim Wacken Open Air dabei? Nein, ich war das erste Mal da im August des vergangenen Jahres. Und ich kann mich selber ohrfeigen, dass ich da nicht vorher hingegangen bin. Das ist einfach großartig. Da müsste man normalerweise einen langen Weg nach Disneyland oder zum Karneval nach Rio auf sich nehmen. Und wir haben das hier vor der Haustür in Schleswig-Holstein. Das heißt, Sie sind so begeistert, Sie sind also jetzt, wenn Sie so wollen, malender Wacken-Open-Air-Botschafter. Der malende Botschafter, ja, wenn man so will, kann man so sagen. Ab Montag zu sehen, 8 Ölbilder, Maße so um die 110 mal 150 Zentimeter. Also wow. Da brauchen Sie auch schon mal so ein Zimmerchen für. In der Galerie Jens Rusch in der Schulstraße in Brunsbüttel. Und wenn Sie jetzt sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie diese Bilder aussehen, entweder mal auf rsh.de klicken oder aber, wer hat mein Buch Toasten mit Ohren schon zu Hause? Da in der Mitte ist ein Bild mit einem Wacken-Open-Air-Motiv. Ach was. Und das hat Jens Rusch gemalt. Geil. Extra cool. Für mein Buch. Können Sie da auch mal reingucken. Ja? 7:10. Hier ist der Frühstücksclub.